So, hier ist er wieder, The White Doctor mit Master of Orion 3. Gucken jetzt mal, hier seht ihr auch Ultima Orion, den Mod, den ich verwende. Und jetzt machen wir mal weiter. Ja, wir waren hier. Nee, Moment. Ja, ich habe schon ein bisschen zu viel hier gemacht. Aber wieder hier, New Orion Empire, nur Runde 7, da waren wir. Hey, yeah. Ich muss mir die alten Spiele mal löschen, um ihren Platz zu schaffen. Ich noch versehentlich beim nächsten Mal das falsche Spiel lade. Aber egal, wir haben jetzt hier in Runde 7 ein paar Sachen, die wir uns darin eigentlich angucken können. Ja, das ist ein Planet, den wir kürzlich entdeckt haben, und da haben wir Phaigur entdeckt. Eine Art Pilzwesen, das ist eine dieser Zivilisationen, die man nicht spielen kann, die wir aber in unsere Armeen integrieren können, wenn wir den Planeten kolonisieren. Können wir den kolonisieren? Nun, er ist Rot 1, also... Es kostet wahrscheinlich was, aber später können wir das ja hier mit Minenarbeiten wieder reinregeln. Und Rot 1 ist wenigstens nicht Rot 2, also nicht super schlimm. Hydroponische Farmen, yep, die werden jetzt ab jetzt automatisch gebaut und sorgen dafür, dass unsere Roboter Nahrung anbauen können, ohne wirklich Agrarzonen zu brauchen. Bergbauzone, und das hatten wir ja gerade, das System ist erforscht. So, du brauchst da jetzt eigentlich nicht mehr rumzusitzen. Gucken wir mal kurz hier unter Flotten. Können wir sehen, was wir gerade für Schiffe in der Reserve haben oder auch nicht. Systemverteidigungsschiffe. Unsere drei Taskforce, die unterwegs sind. Machen wir mal, das muss man leider jedes Mal machen. Das Eingrenzen. Ah ja, es sind gerade keine Schiffe, die gebaut werden. Und später, wenn man hunderte von Welten hat, kann man hier auch einstellen, welche zuerst kommen sollen. Kann sogar hier die Sachen hier ändern, um zu gucken, wie viel Truppen man gerade vor Ort hat, wie die Wirtschaft so aussieht, was für komische Besonderheiten auf dem Planeten sind, wie die KI sie einstuft, beziehungsweise wie man sie selbst eingestuft hat, falls man das vergessen hat nach 100 Runden oder so. Und natürlich das Wichtigste, was gebaut wird. Wenn man es mal lustig finden will, kann man mal gucken, wo man in seinem Sternhaufen hier gerade ist. Aber das war es eigentlich schon. Und ich könnte den jetzt hier hinschicken. Das würde 4 Runden kosten. Und das, jetzt muss ich hier mal ein bisschen drehen. Dass man sehen kann. 5 Runden. Insgesamt. Okay, das ist also ziemlich nah. Und es ist näher an unserer Heimatwelt. Also, gucken wir mal. So, jetzt fliegt er dahin. In 5 Runden ist er da. Die anderen sind noch unterwegs. Können wir eigentlich nicht viel machen. So, kurz bei der Forschung zu gucken. Ist noch alles, fast alles auf Level 1. 54%, 99%, gut. Das ging eigentlich relativ schmerzlos. Können auch einen kurzen Blick auf Finanzen bringen. Frieden und Wohlstand ist immer gut. Und je höher man das hier einstellt, desto mehr kann die KI nebenbei für Militärzwecke abzwecken. Was nicht unbedingt immer eine gute Sache ist. Denn die KI kann trotz Modifizierung durch Fans wirklich sehr dumm sein bisweilen. Machen wir mal weiter. Oh, wir haben einen neuen Trottel bekommen, der sich uns anziehen will. Plus 20% Forschung, plus 10% Unruhe, plus Bürokratie. Ja, ja, da wissen nicht, ob sie Monitados bedauern oder fürchten sollen. Sie wissen ja nicht einmal, ob sie ihn noch als Artgenossen anerkennen dürfen. In einem einzigartigen Vorgang lieferten sich die skrupellosen Vorfahren von Monitados vor mehreren tausend Zyklen noch vor der Morgendämmerung des Orion-Sektors den Antaranern freiwillig zu einem von ihnen selbst geplanten Experiment aus. Die primitiven Protozyten ließen sich von den Antaranern in synaptische Käfige einsperren und mit Supraleitern verschalten. Auf diese Weise entstand der einzige bis heute bekannte kybernetische Mehrzeller. Monitados vereint in sich die potenzierten positiven und negativen Fähigkeiten all seiner Einzelzellen. Sein ruchloses Denken ist gefürchtet, seine geniale Fähigkeit zur Datenverarbeitung wird vergöttert. Hey, wow, der passt sogar die Faust aufs Auge zu den Meckler. Ah ja, genau, die Eier da, das sind sowas wie Einzeller-Amöben, die sich zusammengeschlossen haben zu so großen mehrzelligen Haufen. Quasi wie einige Viecher, die es auch auf der Erde gibt. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Sehen so aus wie lustige kleine Kugeln aus 30 bis ein paar hundert Zellen oder so. Ach, guckt einfach mal auf Google nach. Ich will jetzt hier nicht noch mit Biologie ankommen. Und hier passiert es auch schon wieder. Wir haben nicht genügend Rohstoffe für unsere Industriemaschine.
Darum ist es mal gut, dass wir bald in die Gänge kommen, hoffe ich. Unruhe geht noch. Und hier ist auch schon passiert, eine neue Sternstraße hat sich gebildet. Das passiert immer wieder mal. Muss man also aufpassen, dass ein Feind das nicht ausnutzt und einen in den Rücken fällt. Nashira wurde erforscht und dann schicken wir das Schiffchen gleich weiter. Und dann das Übliche, jedes Mal, wenn man ein neues System entdeckt, guckt man sich die Planeten mal an. Und wenn man findet, die halbwegs nützlich sind, markiert man sie, falls man später mal nämlich die KI automatisch Dutzende Kolonisten-Raumschiffe bastelt. Dann hat man auch Ziele für die und sie stopfen einem nicht alles voll. Hier ist ja noch alles normal, wie beim letzten Mal. Und hier sind noch die üblichen Wissenschaftsnachrichten. Ja, ja, wir können unsere Massetreiberwaffen bald miniaturisieren. Unsere Laser können bald Panzer durchdringen und wir bekommen auch bald einen kleinen Schildgenerator. Bald. Sehr bald. Wir sind nämlich gerade auf Stufe 2 und Stufe 6 brauchen wir noch. Okay, dann mal weiter. Oh, noch einer. Gucken wir uns mal Lisa Senskutol an. Aber noch so einer. Handelseinkommen hoch, Bürokratie hoch. Der Gott des Schwarzmarkts. Ich bin sicher, du bist ein Gott, aber nicht bei uns. Wir sind Atheisten. Weg mit dir. Das war einfach nichts. Ich habe ohnehin noch kein Handelseinkommen für lange Zeit und mehr Bürokratie ist selbst am Anfang nicht so gut. Im Prinzip ist der wenigstens nicht so schlecht, aber eben nutzlos. Weg mit dem. Der ist wenigstens gut, weil Flottenunterhalt. Das ist... Was war das nochmal? Oh. Der Flottenunterhalt erhöht sich. Handelseinkommen erhöht sich. Und Raumhäfen, na gut. Raumhäfen ist eigentlich wichtiger, wenn wir mal welche haben. Bis dahin kostet er uns eigentlich was. Na, schmeißen wir ihn auch mal raus. Naja, einen von drei ist er nützlich. Die komischen Viecher können mal weg. Mu Veloro ist erforscht worden. Und Nahrungsmittel sprudeln bald rein. Und den können wir auch gleich weiterschicken. Hierhin. Was haben wir hier für lustige Welten? Rot 2, yep. Yep. Aber Gelb 1, das ist schon fast kolonisierbar. Recht groß für eine Meklar-Welt, weil die normalerweise kleine Welten bevorzugen. Normalschwerkraft ist eigentlich schon so viel, aber Gelb 1 und Reich, das brauchen wir am Anfang besonders dringend. So markiert und bald hinschicken. Sieht es eigentlich in unserem Heimatsystem aus? Wir haben hier eigentlich keinen. Ah ja, die Darlok. Die wollen wir möglichst schnell reinkriegen. Wir brauchen aber ein Ziel für die beiden Systemkolonien. Zwei sollten reichen. Dann können wir nämlich den Planeten später. Einwanderung. Das kann man einschalten. Dann wandern automatisch mehr Leute als üblich rüber zu der entsprechend eingestellten Welt. Und man muss nicht ständig Kolonistenraumschiffe verschwenden. Es wird immer ungünstiger, das Verhältnis hier. Hoffentlich wird das in ein paar Runden wieder besser. Neurale Parasiten. Igitt. Leider können wir erst lesen, was das bedeutet, wenn der entsprechende Welt mal kolonisiert wurde. Und bei Rot 2 und nicht viel Mineralien sehe ich da keine Kolonie in der Zukunft. In der nahen Zukunft. Später kommt dann dieses alberne Spielchen, wenn man die meisten Planeten besiedelt hat, dass die Leute sich alle, die Vollvölker hier sich alle gegenseitig Kolonisten-Raumschiffe an die Backen schießen, weil deren KIs die auch automatisch weiterbauen und dann gibt's da dieses dumme Spiel, wo jeder Planet, der mal versehentlich von zu vielen Waffen getroffen wird, plötzlich von einem der Dutzenden von Kolonisten-Raumschiffen, die immer wieder hin und her fliegen, neu kolonisiert wird. Aber vielleicht, ich habe ja jetzt hier eine größere Galaxis als bei der Katastrophe, die ich mal erlebt habe. Und das ist ja auch ja nicht Vanilla, meine Master of Orion 3, also kommt es vielleicht gar nicht zu dieser bescheuerten Katastrophe am Ende. Ansonsten habt ihr nochmal was zu lachen. Diejenigen von euch, die dann auch mit dabei sind. Gut, wir haben hoffenweise neues Zeug, das gucken wir uns alles an, wenn es dran ist. Statt damit das jetzt hier zu verlangsamen am Anfang. Am Anfang passiert noch nicht viel, wie ihr seht. Schiffe sind überall unterwegs und man muss darauf achten, möglichst viele
sag mal schnell, Kolonisten Raumschiffe zu bauen. Die KI kann doch durchaus alles kontrollieren, nur später sollte man sie auf den Hauptwelten abstellen, bevor das zu Mist führt. Das brauchen wir eigentlich nicht so sehr, aber Infanterie kann ja nicht schaden. Aber eine Einheit ist ein bisschen dämlich, 10 ist immer gut. Hier, 20. 20. Das ist so wenig. Das ist eine der Änderungen, die der Ultima-Mod auch durchgeführt hat. Nämlich, dass die KI dazu gezwungen wird, immer 10 Militäreinheiten gleichzeitig zu bauen. Ich weiß noch, in Vanilla, in die KI Armeeeinheiten gebaut hat, dann immer eine. Eine nach den anderen. 3 pro Runde. Statt 30. Da war meistens alles von Militäreinheiten verstopft, wenn man sich mal KI Baulisten angesehen hat. Und man hat am Ende trotzdem zu wenig Soldaten. Das war traurig. Jetzt schauen wir mal. 3 Runden oder 3 Runden? Ist eigentlich egal. Erst 3 Runden hier hin und dann zurück. Dahin sind 6 Runden. Yep. Was haben wir hier? Auch nicht viel. Aber hier können wir sehr reich. Dann können wir. Und die Schwerkraft ist nicht so hoch. Es gibt hier nicht so viele Abzüge, also lohnt sich's hier. Eine Kolonie einfach nur zum Abbauen hinzuschmeißen. Und wir sind inzwischen schon bei Stufe 3, der meisten Technologien. 16,5 Zyklen sind vergangen. Ungefähr 30 Jahre oder so. Und wir können weitermachen. Ah ja, unsere. Jetzt setzen hier ein paar Leute drauf. Und sobald man bestimmte Bevölkerung erreicht hat, das sind sowas wie 1000 auf dieser komischen Anzeige von eigenen Leuten, dann bekommt man die Kontrolle über eine Kolonie. Sieht man hier so schön? Ja, hier. So. 1627, was immer das sein soll. Leute sind das bestimmt nicht, weil 24.000 wäre ein bisschen wenig. Genauso wie maximal 75.779 wenigen wären auf meiner Heimatwelt, aber lassen wir das mal. Bevölkerungspunkte. Ab 1000 Bevölkerungspunkten kriegt man die Kontrolle über eine Kolonie. In der darauffolgenden Runde manchmal gibt es so Grenzwerte, wo man sich dann fragt, warum habe ich die Kolonie noch nicht unter Kontrolle? Aber das passiert meistens nur bei diesen komischen Welten, die hier Rot 2 oder Rot 1 sind, wo man ohnehin so viele Runden manchmal warten muss, bis was passiert, wenn man keine neuen Schiffe hinschickt. Also entweder 9 Runden dahin. Oder 2. Muss ich mir überlegen, ob ich nicht noch einen kleinen Decker zupacke. Um dahin zu fliegen. Ja, ja, Rot 2. Grün 2, das ist gut. Grün 2 sehr reich, wow. Gut. Grün 1 sehr reich. Grün 1 ist praktisch schon fast das Maximum. Fast Erdniveau. Naja gut, die Föhnmeckler beziehen nun mal ihre komischen Steinwelten vor. Also machen wir das mal in die Richtung. Und schicken später 3 Kolonistenschiffe hier hin, um alle 3 Planeten zu kriegen in einer Runde. Und ich habe das jetzt deswegen gemacht, weil die KI manchmal die Macke hat, automatisch Kolonistenschiffe immer zu der letzten Welt zu schicken, die man markiert hat, und dann von dort rückwärts. Das heißt, hätte ich zum Beispiel hier angefangen, dann das und dann das, dann würde das erste gebaute Kolonistenschiff automatisch zu der Welt schicken, die nicht so gut ist, vor allem Mineralienreichtum, und die schlechteste zuerst versuchen zu besiedeln. Das klingt jetzt noch ein bisschen komisch und nicht gefährlich, aber hätte ich jetzt zum Beispiel das hier zum Schluss markiert, dann würden jetzt 3, 4, 5 Schiffe erstmal zu diesem kompletten nutzlosen Planeten am Anfang geschickt werden und sich alle draufschmeißen, und ich hätte quasi die ganze Industrie dafür für nichts ausgegeben, weil das wahrscheinlich noch nicht mal ausreichen würde. Ich hätte dann praktisch gar keine Welt. Statt 3. Das ist so, das ist eben auch etwas, was unsere Fans von Ultima Orion Team nicht hinbiegen konnten, dass nämlich die KI von Master of Orion 3 manchmal selten dämlich ist. So, aber das Schlimmste haben wir ja noch nicht. Das kommt erst dran, wenn es zu den ersten Echtzeitkämpfen kommt. Dann seht ihr also hier nicht bloß Tabellen, sondern auch mal Schiffchen hin und her fliegen, aber leider sind wir noch nicht so weit. Auch wenn ich recht viele Gegner genommen habe. Die Galaxis ist recht groß, die sehen wir noch lange nicht. So, leichte Panzerung. Wird jetzt erforscht. Sobald das auftaucht, dieses rote, kann man hier nachgucken und dann sieht man hier die Projekte, die gerade am Laufen sind.
Wie gesagt, das hier ist quasi theoretische Forschung. Und hier haben wir die Sachen, die man später anwenden können. Regionale Flakbatterien sind kleine Abwehrstellungen, die überall sind und recht schnell schießen können. Also sie haben allerdings nur einen kleinen Einfluss auf die planetare Verteidigung, kaum merkbar, vor allem später. Der Vorteil ist natürlich, die werden automatisch gebaut. Man muss sich also nicht darum kümmern. Und wieder eine neue Runde. Und wir haben ein neues Systemschiff gebaut. Das kann ich so lassen. Ein Decker ist quasi ein Schiff, das von Anfang an drauf da ist. Im Prinzip nur ein leicht bewaffneter Aufklärer. Aber solange wir nicht ein paar neue Techs haben, lohnt es sich eigentlich nicht, neue Schiffe zu bauen in der Schiffswerft. Das ist nur Zeitverschwendung. Wir können jetzt besser forschen, kriegen noch mehr Nahrung und haben gleich drei neue Systeme erforscht. Und wir haben auch ein paar interessante Sachen hier gefunden. Das gucken wir uns mal gleich an. Mal gehen wir mal alles der Reihe nach durch. Zeta Gruis ist ein neues System und naja, das passiert auch manchmal, weil man ja nicht genau weiß, wie diese Schwächestellen im Hyperraum verlaufen. Gucken wir noch mal ein bisschen. Drehen, genau. Naja, hier sieht es ein bisschen flach aus. Glaube, habe ich schon mal erwähnt. Keine Angst, das Drehen kann man hin und her, selbst wenn man vergisst, wie es ursprünglich war. Sobald man das Spiel neu startet, von einem Speicherstand ist sowieso alles wieder hingedreht wie normal. Dann schauen wir uns mal hier, da sind zwei Sternstraßen, die da hinführen, dann gucken wir uns das mal an. Und hier haben wir Zeta Gruis. Eine Art Jupiter-Planet. Jupiters kleiner Bruder mit einer ganzen Menge Zeug drauf. Aber bei Hochschwerkraft und Rho 2 gibt es für Meckler viel zu viele Abzüge. Das lohnt sich nicht wirklich. Zumindest jetzt noch nicht. Grün 2 und Reich, dagegen ist eine gute Kombi. Und Rot 1 und Feigur ist gut, weil das meiste, was dann hier passiert, wird mit den Viechern berechnet, die da drauf leben. Und die haben dann halt keine Probleme. Die haben zwar nicht alle unsere tollen Vorteile, die wir eingebaut haben, aber zumindest kriegen sie auch keine Abzüge. Und später leben dann ohnehin mehr von unseren drauf. Aber genug gelabert. Kolonie hin. Und um sicher zu gehen, dass die gute Welt zuerst besiedelt wird, nochmal dahin. Hier können wir allerdings nicht viel machen, auch wenn das gut aussieht. Weil Größe 3, das sind maximal 6 Zonen, die man einrichten kann. Das ist nicht viel, vor allem weil immer am besten auch eine Regierungszone oder sowas mit dazugehört. Und ein bisschen Industrie, damit der Planet sich wenigstens selbst verteidigen kann im Notfall. Und dann ist plötzlich nicht mehr so viel übrig. Gut, und dann der nächste war Telum. Naja, hier ist es schon ein bisschen durcheinander. Sprung 2, Sprung 3, Sprung hier. Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Ah ne, ich bin hier gerade ein Schiff am Bauen und kann ich hier weitermachen. Drei Runden in beide Richtungen. Gucken wir uns das mal an. Was haben wir hier zu... Oh, wow. Diese Riesenklötze sind übrigens Monde. Die haben nicht viel Einfluss, außer dass sie die Größe ein bisschen manipulieren quasi. Wäre das also quasi ein Planet ohne Monde, wäre die Größe nur sowas wie 10 oder so. Da in diesem Fall lohnt sich das fast, weil er so gigantisch ist, trotz der Schwerkraft. Aber es ist... Den können wir uns für später vormerken. Sehr reich, und sehr reich ist auch immer gut. Aber die sind halt alle rot. Und damit nicht so gut. Aber Rot 1 ist schon mal was anderes. Weil da müssen wir nicht so ganz lange warten, bis das kolonisiert wird. Und wenn wir dann zumindest schon mal ein Standbein in dem System haben, können wir leichter andere raus fernhalten und uns die anderen Planeten, wenn die entsprechenden Technologien haben, dann nochmal vorknüpfen. Wie sieht's aus? Oh, 30 Runden. Naja, in Wirklichkeit geht das viel schneller, weil in diesen 30 Runden auch die Industriekapazität gewaltig ansteigen wird. Das sind also eher sowas wie 15 Runden oder so. Vor allem, weil die KI auch mal vollkommen willkürlich das eine oder andere beschleunigt für ein paar Runden. 2% zum Beispiel ist ziemlich wenig. Und die Wirtschaftsentwicklung aber wird, sobald hier alles gebaut ist, automatisch runtergefahren und dann wird wieder hier was reingepowert. Aber wir kommen jetzt schon langsam an den Punkt, wo es sich eigentlich nicht mehr lohnt, das unter KI-Verwaltung zu stellen. Ich denke, ich sehe mir das noch ein, zwei Runden mit an und dann machen wir auf unserer Hauptwelt unsere eigenen Einstellungen. Und jetzt Inak.
Erstmal die Scout Task Force mit dem kleinen Aufklärer da drin weiterschicken und uns dann das System ansehen. Oh, lauter kleine Planeten. Das ist gut, weil wie gesagt Meckler das bevorzugen. Aber die ist zu erdähnlich, das mögen Meckler gar nicht. Gelb 2 ist auch schon fast was, aber hier haben wir Grün und Grün 1. Dann fangen wir mal hier an und gehen das in die Reihenfolge durch. Das hilft natürlich nur was, wenn man nicht in der Zwischenzeit beim nächsten System schon wieder ein paar neue Kolonien anlegt, weil die KI das vom neuesten rückwärts macht. Das Score wird dann später immer wieder Sachen, Fälle geben, wo man alles, was die KI an Zielen vorgibt, ändern muss. Weil sonst irgendwelche Randplaneten plötzlich kolonisiert werden, die man noch gar nicht haben wollte. Miniaturisierte Staustrahltriebwerke. Ja, genau. Durch angestrengte Forschung konnten wir die Komprimierung des Strahlmediums verbessern. Dadurch sparen wir Platz bei den Treibstofftanks. Ja, ja, 5% mehr Schiffsvolumen. Naja, das ist quasi das, was wir jetzt haben. Rückstoßtriebwerke für den Raumflug. Atomar oder chemisch, was auch immer. Sonst irgendwas Interessantes? Naja, wir kriegen bald Ionentriebwerke. Und ein Materieumwandlungsmodul erlaubt uns, größere Schiffe zu bauen, was später auch gut ist, wenn wir mal größere Schiffe haben. Und dann sind ja noch haufenweise tolle Sachen, die wir allerdings, die uns Master of Orion 3 nicht sagt, was das ist, bis wir die Planeten tatsächlich kolonisiert haben. Halt nur, kann ich erstmal aus Erfahrung sagen, archäologische Ruinen, Naturwunder sind gut, Resinterfall ist schlecht. Schädliche unterirdische Lebensformen kann gut oder schlecht sein, komischerweise. Seltene Nutzpflanzen ist immer gut, vulkanische Aktivitäten, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber das können wir uns ja genauer angucken, wenn da erstmal Kolonien sind in der Himmel Ewigkeit. Und PP, das Partikelprojektorgeschütz, feuert einen Strom von normalerweise harmlosen Quarks und sonstigen exotischen Partikeln auf das Ziel ab. Die schiere Masse der subatomaren Partikel überschwemmt die Verteidigung des Ziels, was Zusammenbrüchen der Materieintegrität und damit zu beachtlichen Schäden führt. Die bläulich-schwarzen Energiestrahlen verursachen ein wahres Feuerwerk, wenn sie Energieschilde treffen. Dieses Feuerwerk reduziert aber auch die Effizienz der getroffenen Schilde. Und hier sieht man das Ganze nochmal in Zahlen. Nach der tollen Beschreibung. Effizienzfeindlicher Schirmfelder wird um 10% reduziert. Das trifft vielleicht auf die ersten Schilde zu, wie den wir bald kriegen können. Aber später ist diese Waffe dann quasi fast nutzlos später im Spiel, weil sie halt so wenig Schaden anrichtet, dass selbst 10% Reduktion praktisch nicht bemerkbar sind. Und im Einsatz sieht die Waffe eh anders aus, als ich das hier beschrieben habe. Weil ja, das stammt von mir, ist auch eine meiner Veränderungen, weil das ursprüngliche Quarkgeschütz, das kam hier, das war eine der Sachen, wo ich sagen musste, das gefällt mir nicht. Und das ist ja wie Master of Orion 3 ist ja nun mal eine dieser Spiele, wo man Sachen ändern kann, wenn sie einem nicht gefallen in der Beschreibung. Darum habe ich dann quasi meinen Senf dazu gegeben. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich andere, die sich das jetzt angucken, wahrscheinlich sagen, oh, bist du bekloppt, wie kannst du das machen? Oder das gibt keinen Sinn, Hilfe. Und dann werden die Physikbücher rausgekramt und so weiter. Aber hey, ich sehe das nicht so eng. Und außerdem konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein Geschütz, das nur Quarks einsetzt, entweder so wenig Schaden einrichtet. Meine Überlegung müsste eine Waffe, die sowas Exotisches macht, entweder super viel Schaden anrichten auf irgendeine Weise oder überhaupt keinen, aber nicht bisschen Schaden. Also habe ich ein bisschen an der Beschreibung herumgedreht. Oh Gott, habe ich jetzt 10 Minuten über wegen diesen Quatsch geredet? Oh Mann. In dieser Runde ist praktisch nichts passiert, wir können also gleich weitermachen. Ah, endlich mehr Bergbau. Ein haufenweise Zeug. Wieder mal. Ja, toll, dass das alles sichtbar ist. Das heißt aber nicht, dass wir es demnächst erforschen können. Mobilisierungszentrum ist davon das Wichtigste. Aber es uns das auch erlaubt, Flotten auszuheben, weit ab von unserer Heimatwelt. Und da manchmal Schiffchen ganz schön lange unterwegs sein können, hier ist das Nützlichste vom Nützlichen. Wow, das sind eine Menge Planeten. Das ist fast das Sonnensystem 2.0. Rot 2, Rot 2,
Grün 2, Rot 2, Rot 1, Rot 2, Rot 2 und Gelb 1. Gut. Rot 1, wo war das? Genau. Das können wir uns vornehmen und das können wir uns vornehmen. Und als eine Art Bevölkerungszentrum nehmen wir Grün 2 hier. Das wäre dann halt so eine Art Verwaltungszentrum, weil das am besten ist. Hier können wir Industrie hinsetzen. Und hier wird an einem nichts anderes gemacht, außer nützliche Sachen aus der Erde gekratzt. Haut schon hin. Das ist jetzt ohnehin schon Planung weit für die Zukunft. Wenn wir irgendwann mal auf Gegner treffen, kann sowieso sein, dass die, weil die näher an diesen fernen Welten sind, sich die ganzen Kolonien schnappen, bis wir da hinkommen. Auch einer der Gründe, warum man am Anfang so viele Kolonistenschiffe wie nur möglich bauen sollte. Wo man plötzlich einen Feind direkt vor der Nase sitzen hat. Und hier sind es plötzlich auch nur noch 13 Runden. Ja, diese 17 Runden sind erstaunlich schnell vorbeigegangen, nicht wahr? Ja, wir haben ein bisschen mehr jetzt zum Bauen. Aber witzigerweise ist auch gleichzeitig unsere Industriekapazität angestiegen, sodass wir wieder auf Null sind. Gucken wir mal nächste Runde. Ah, da hat's. Oh, ja, das ist was ganz Gutes. Bei Erkundung eines neuen Systems haben wir wieder was gefunden. Das kann auch mal manchmal passieren, wenn man über ein neues System stolpert. Genauso wie man manchmal, wenn man einen feindlichen Planeten erobert, eine feindliche Technologie kriegen kann, wenn man Glück hat. Psyops. Oh, wow, das ist ein guter Schritt in die Zukunft. Weil wir sind hier gerade bei Stufe 3 und jetzt haben wir was von Stufe 7 gekriegt. Spezialisten benutzen psychologische Kriegsführung, um die Moral der Gegner zu brechen. Der Gegner projiziert dauernd Braten und Klöße an unsere Bunker, um uns zu zermürben. Wir haben genug zu essen. Ist noch eine Scheibe von Major Stock da? Mit ihnen ist deine Armee um bis zu 30% effizienter. Na ja, gut. Kann ich zwar nicht so bestätigen, aber es stimmt schon manchmal, dass eine Armee, die keine von diesen ganzen komischen Zusatztruppen hat, da kriegt man später noch andere Sachen, wie geheime Kommandos und so. Da kann es manchmal passieren, dass ganze Armeen ziemlich schnell weggefetzt werden. Der Witz ist natürlich, mit dem Kommandozentrum kann man die Sondertruppen der Gegner neutralisieren und die können das auch machen. Das ist also wieder ein Fall, wo man quasi ganz schnell rennt, bloß um dann wieder am selben Punkt anzukommen, wo man schon war. Aha, die Hyperinfusoren wurden verkleinert. Mehr Schiffsvolumen, aber es ist nicht wirklich schneller. Ja, ich hatte ja diese bescheuerte Idee. Ja, das kommt man eben, wenn man mal ein paar Physikbücher so halb durchliest. Da hat man plötzlich andere Vorstellungen als die netten Leute, die sich die ganze Arbeit gemacht haben, aber die halt Fans von Science Fiction waren, wo ich nicht so der Fan von bin. Noch mehr Darlok. Na gut, da die Darlok erstklassige Kämpfer sind. Ja, gibt's eigentlich nicht viel mehr zu sagen, solange wir die noch nicht haben. Gelb 2. Möglich. Und wieder haufenweise Zeug, das wir sehen, aber noch nicht erforschen können. Und zwei neue Systeme entdeckt. Ah ja, Ninsa. Ah ja, das hatte ich schon. Das hatte ich schon, da war ich schon übereifrig. Und Misha. Hatte ich auch schon. Wow. Auch daran gedacht, weiterzuschicken? Natürlich nicht, weil das wäre schlau gewesen. Jetzt dürfen wir eigentlich nicht zu weit voraus, vor allem weil wir nur am Anfang nur begrenzte Schiffe haben. Sonst haben wir am Ende noch ein Einfallstor irgendwo ins Nirgendwo und kriegen davon nichts mit. Ja, genau, jetzt können wir das hier machen. Einwanderung ein. Den Effekt sehen wir in ein paar Runden. Das dauert noch eine Weile. Gut, weiter geht's mit der nächsten Runde. Ja, leichte Panzerung ist da. Eine Regierungszone ist auf unserem zweiten Planeten eingesetzt. Oh, und diesmal geht's gleich sofort los mit neuen Einwohnern. Dauert allerdings noch eine Weile, bis wir die Kontrolle kriegen. Ansonsten passiert nichts, überhaupt nichts. Mit unserem Personal ist alles in Ordnung. Haben wir ja nur den Knilch, beziehungsweise die Gruppe von Knilchen. Und wir haben ein Ereignis. Ein tolles Programm, das unsere bürokratische Belastung reduziert.
was am Anfang natürlich so gut wie nutzlos ist, aber jedes bisschen hilft. Und ein unbekannter Hacker verkaufte unserem Geheimdienst wichtige Informationen über bestehende Verbrechersyndikate. Sie sind dadurch in der Lage, einige Banden zu zerschlagen. Was die Unruhebekämpfung hilft. Weniger Unruhe ist auch immer gut. Sonst nicht viel Wichtiges außer Bergbau und einem neuen System. Und wir können ein paar neue Sachen erforschen. Das gucken wir uns mal an, sobald es fertig ist. Das passt natürlich gut daran, weil wir die Mäkler so verändert haben, dass das tatsächlich möglich ist. Unter normalen Mäkler wäre ein solches Ereignis wahrscheinlich eher amüsant. Die Vorstellung, dass so ein Kollektiv, wo es keine Individualität ist, sowas machen könnte. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich meine Roboter mal gerne ein bisschen vermenschliche. Dann machen diese Ereignisse auch gleich wieder Sinn. Meine gute alte Suspension of Disbelief wird nicht also allzu strapaziert. Genug gequatscht. Was ist in Tinnern los? Und wieder mehrere Ziele. Aufgrund von Schiffsmangel schicken wir dich mal auf den langen Weg. 7 Runden. Und gucken uns gleichzeitig das System hier an. Oh, wieder so viele. Gelb 1 ist gut. Gut. Noch mehr Dalok. Naja, es könnte noch alberner sein. In einem Spiel habe ich es mal geschafft, in kürzester Zeit über 3 alte Mäkler-Kolonien zu stolpern, die sich mir alle angeschlossen haben. Dann wäre das dann schon fast unfair. Obwohl, wenn man mal einen Gegner trifft, der unglaublich stark zu sein scheint, und man kann keine Erklärung dafür, dem ist dann vielleicht sowas passiert.